Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, ich habe natürlich unzählige Kommentare bekommen und bin super glücklich. Nein, habe ich nicht. Aber wenigstens habe ich einen Kommentar bekommen. Wow, aber egal. Danke an dieser Stelle an Philipp Melzel. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Er hat vorgeschlagen, dass wir den Agonia spielen. Und ja, das machen wir jetzt auch. Dieses Reptilienwesen optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst, besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilende Haut können sie ihre Gesundheit so schnell regenerieren. Dann stellen wir den noch ein bisschen ein, natürlich männlich. Eigentlich kann das so bleiben. Wobei, können wir hier noch irgendwie. Ja, die Hautfarbe. Die habe ich gesucht. Dann. Ein Agonia. Dieser hier muss einfach schwarz sein. Oh. Haben wir hier Augenfarbe? Augen. Da. Augen, nicht Nasen. Ach. Augenfarbe. Okay. Ja, das passt. Jetzt machen wir noch hier die Haare. Haben wir das hier irgendwo? Kopf. Gesichtsfarbe, Kriegsbemalung. Ja, wieso nicht? Ja, das finde ich ganz cool. Wobei, haben wir hier noch irgendwas anderes zur Auswahl? Ah, die Farbe. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Okay, sonst irgendwas noch? Schmutzfarben, Gesichtsfarben, Augen. Da sind die Haare. Haare. Ich nehme jetzt die Tastatur. Warum sind... Egal. Bäm. Ist zwar nur Gras, aber was soll's. Schön rot. Richtig aggressiv. Aggressiv. Ja, das finde ich ganz cool so. Gehen wir mal zurück auf Körper. Wir stellen keine Vorgaben ein, aber das Gewicht vielleicht noch ein bisschen dünner. Ja, so ein Mittelding, würde ich einfach mal sagen. So, das passt dann schon. Und wir können beginnen. Ja, einen Namen geben. Das möchten wir jetzt. Und wir nennen uns natürlich Deathwolf. Und auf geht's. Seid ihr mit einem der Hafenarbeiter von Rifthorn verwandt, Agonia? Nein. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Aber Leute... Ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste in die Schwarzmarsch zurückgebracht werden. Vielen Dank. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ungern. Ich dachte, ich muss selber gehen. Nee. Schon ein bisschen länger her, seitdem ich das gespielt habe, ne? Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Helden. Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden nicht? Und sich auf dessen Thron zu setzen. Okay. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Okay. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ja. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Und... Oh Gott. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Mit? Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Echse,
Ihr seid dran. Was? Nee, 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 nee. Hallo. Ich will nicht. Nein! Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ja. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Nein, 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 nein. Bleibst du. Hi. Du auch hier? Nein. Hey. Du siehst total dick aus. Scheiß Fettsack. Na los. Na los. Bring's zu Ende. Was habt ihr gesehen? Los. Wer auch immer mich angestupst hat. Lass mich in Ruhe. Ein Drache. Wie ist das möglich? Frage niemals, wie das möglich ist. Oh mein Gott. Ah. Au, au. Ich glaube, ich bin ein wenig dehydriert. Oh, gib mir Wasser. Gib mir Wasser. Gib mir Wasser. Ja, ja, los. Renn. Ja. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Gebt mir Wasser. Wir müssen los. Jetzt. Ach, das hast du ja super schnell erkannt. Los. Ja, ich gehe ja schon. Bleib mal locker. Wow, 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 wow. Ganz locker, bitte. Wow, 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 wow. Sind die hinter mir? Hallo? Nein, ich muss meine Maus nochmal einstellen. Moment, das kann kurz dauern. Mausempfindlichkeit. Ein bisschen höher. So. Naja, auch nicht viel besser, aber egal. Hey! Los, Kind! Renn! Wow! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar! Kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten. Ja, euch auch, ne? Super. Bleibt nah bei der Wand. Wow. Schnell, folgt mir. Hast du ihn gerade angegriffen? Nee. Wow. Was war das denn? Wow. Brennt. Ja. Oh mein Gott. Wann habt ihr mich hierher gebracht? Warum? Wieso? Was habe ich getan? Aus dem Weg. Wir fliehen, Hagmar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Solen. Los, in die Festung! Was? Wie? Ich gehe mit dir. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Wobei, das ist auch wieder so eine Entscheidungsschwierigkeit. Entweder könnte ich jetzt sagen, ja, viel Zeit haben wir nicht. Was machen wir? Was machen wir? Oh Gott! Nein, nein! Oh. Ah! Scheiße. Das meine ich mit, wir haben nicht so viel Zeit. Wir gehen jetzt einfach erstmal den guten Weg und ich speichere vorher, also gleich. Und dann sagt ihr mir einfach, ob ihr den wollt oder dann halt nicht. Und dann kann ich mich ja immer noch umentscheiden. Und sollte ich bis dahin schon ein bisschen weitergespielt haben, dann spiele ich das erstmal so privat wieder zu dem Punkt. Ne? Und so und dann geht es dann da weiter. Sehen wir gleich, wenn es wieder geladen hat. Schneller. Ah, okay. Ja. Oh. Wir haben's doch. Oh, wir sind drin. Ja, okay. Keine Entscheidung. Entkomme aus Helgen. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Wurde denn nicht eben noch geköpft? Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Ja. Das Ding war ein Drache. Nein.
Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Ach du Scheiße. Des Endes aller Tage. Erzähl. Wir machen uns besser auf den Weg. Boah. Okay. Lass mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Okay. Los. Mach. Ah. So, jetzt können wir auch die Ansicht wechseln, aber ich bin doch eher für diese... Nicht mehr brauchen. Ja, das war mir schon klar, dass er das nicht mehr brauchen wird. Jetzt muss ich erstmal R war alles nehmen. Wie ziehe ich das nochmal an? I, Bekleidung, genau. Das will ich haben, das will ich haben. Waffen, möchte ich gerne diese Eisenachse haben. Leg die Rüstung an und schwing die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Ich weiß schon, was passiert, deswegen gehe ich schon mal in Deckung. La la la. Na los. Verdammt. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Tja, wir bekommen Besuch. Kommt schon, Soldat. Die Kaiserlichen. In Deckung. Ja, dass sie ihn nicht gesehen haben, wundert mich so am meisten. Ah! Ihr habt mich nicht gesehen. Deine Ausdauer ist niedrig. Oh mein Gott, nein! Wir haben bessere, weniger schlimm verwundet. Ah, komm! Bäm! Vielleicht hatte ja einer von. Erstmal nehmen wir alles mit. Bei dir nehmen wir auch alles mit. Hast du einen Schlüssel gefunden? Nein, wir haben noch nichts gefunden. Erstmal wechseln wir unsere Klamotten. Damn. Und damn. Und dann hätte ich gern noch die hier. Die hier. Achso, kaiserliche Armschienen. Na gut, dann nehmen wir lieber die. Okay, und dann nehmen wir doch den Helm. Und dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Waffen. Haben wir hier noch was Besseres? Wie wäre es mit dem kaiserlichen Schwert? Links. Rechts, rechts, so, jetzt. Die Tür damit zu öffnen. Bam. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ja. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Wobei, ich bin doch lieber nur Einzelwaffe und deswegen nehmen wir doch nur das... Schwert. Dann können wir uns hier auch so super verteidigen. Hey! Wow! Wow! Habt ihr das gesehen? Nein, habt ihr nicht. Ihr wart wieder nicht anwesend. Wie immer. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar... Ja, wie hast du mich denn jetzt gesehen, bitteschön? Wow! Verschwindet. Stör. Okay. Haben wir irgendwas Gutes dabei? Nicht. Na gut. Außer Geld? Habt ihr Geld? Nein. Hm. Mal gucken, was wir hier drin finden. Oh, Zaubertränke. Das ist immer nicht schlecht. Denn, beziehungsweise Heiltränke oder sowas, das kann man immer gebrauchen. Oh. Da ist noch einer. Wein. Nehme ich den Wein mit? Ich weiß nicht. Wichtig ist nur, dass wir das Ganze auch überleben. Und ich weiß, dass ja später noch so die erste Aufgabe uns fast an die Grenzen bringt, wenn man nicht aufpasst. Ja. Fertig. Nee. Hallo? Nein? Hallo? Okay. Dann geh. Geh allein. Lass mich in Ruhe. Beim Blut eines Trolls. Hört ihr das? Komm schon. Ach komm, das ist doch so. Erstmal den da. Der sieht böse aus. Wow. Wo bist du? Da bist du. Bam. 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 Wow, hör auf mich zu schlagen. Ja, nichts dabei. Eisenpfeile, ja, so nicht. Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Das Buch vom Drachenblut. Von Prior Emel Madrin.
Orden des Talos. Das lese ich jetzt nicht, ich habe es nur kurz aufgeschlagen. Sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Und, wow, toll, unsere 15 Minuten. Abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Ja, das mache ich jetzt noch eben und dann... Gold, wenn wir hier rauskommen. Ja. Knacken ist in der Regel relativ einfach. Sage ich ja. So. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Das lesen wir auch noch. Das können wir gar nicht lesen. Das Gold nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das reicht fürs Erste und ja, danke fürs Zuschauen. Ich muss noch ein bisschen an der Performance feilen, weil das hier alles so ein bisschen komisch hakt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Skyrim Let's Play. Danke fürs Zuschauen, euer Deathwolf oder Wolfie. Ja, bis zum nächsten Mal.